Ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Ich bin von mir Gamblers als Hobby und habe nicht so wirklich Lust weiterzuspielen. Ich meine, vom Spiel her schon, das Spiel ist arschgeil. Doch nicht, wenn man weiß, was einen so erwartet. Dadurch, dass ich ja meine Freundin zuerst alles spielen lasse. Das hat sie sich ja gewünscht von mir. Sie wollte nicht, dass ich vor ihr alles spiele. Was ein Sound. Und den Wunsch respektiere ich ihr natürlich. Sie will alles zuerst sehen. Ja gut, okay. Und die sitzt halt mit dabei. Falls sie Hilfe braucht, dann sehe ich natürlich schon alles. Da weiß ich schon, was alles zu mir kommt. Und von daher... Naja, ihr dürft selbst sehen. Es wird auf jeden Fall ziemlich ungemütlich gleich. Man hört echt viele Fliegen. Oh, guck mal, die haben mit Schädeln einen Rechenschieber gebaut. So, hier weiter haben wir eigentlich nichts mehr zu finden, außer dann hier. Okay. Sie atmet ziemlich laut. Wir sind mal etwas leiser unterwegs. Psst. Ich bin nicht da. Gibt es da eigentlich etwas zum Einsammeln? Sieht nicht so wirklich danach aus. Psch. Wow! Wow. Was? Bitte was? Es geht weiter. Wow, das Hüpfen hilft. Wow. Thank you.
ich höre schon wieder ein. Wow, wow, wow. Irgendwie habe ich es geschafft, dass ich jetzt von rechts aus ziele. Das verwirrt mich mega. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das umende. Ich muss gerade mal gucken, wie ich das umändern kann. Kampf. Waffenwechsel, Ablenkung, Verbergen, Pfeilschießen, Schlamm, Zugen, Jagd. Kann ich hier leider nicht sehen. Muss ich wahrscheinlich hier gucken. Das verwirrt mich zu sehr gerade. Tastenbelegung. Vorwärts, rückwärts, rechts, links, springen, sprinten, schnell schwimmen, rollen, Überlebensinstinkt nach oben, schwimmen, Nahkampf, sprechen, schießen, herstellen, spezial, suchen, nachladen, nächste Waffe, feurige Waffe, Schulterwechsel, Shift L. Ah ja, okay. Nichts wie weg. Gibt's noch ein bisschen mehr zum Sammeln? Okay, ich bin wieder links. Okay. Boah, nur noch drei. Drei Schüsse damit. Das ist nicht viel. Okay, jetzt haben wir aber alles, oder? Die machen so Geräusche wie bei Independence Day, die Aliens. Okay, das war's, denke ich mal. Oh Mann. Gut, dann nehmen wir jetzt das hier. Ein Fähigkeitspunkt. Der bringt mir hier überhaupt nichts gerade. Fünf Abbilder mit dem Seil hier runterziehen. Eins von fünf. Deswegen war ich hier so viel am gucken, weil ich weiß, dass es hier was zum Machen gibt. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Sind wir eine Schatulle von X-Shell finden. Und das ist jetzt das Blöde. Wie gesagt, hier gibt es die ganze Zeit kein einziges Lager mehr. Ich kann nicht mehr speichern. Und das ist das Miese hier in dem Spiel gerade. Okay, was jetzt? Pause.
erstmal dieses Wasserrad lösen. So, sehr schön. Leuchtet was? Nö, ne? Okay. Die Spinne hat verraten, wo es lang geht. Und hier gibt's gar nichts? Doch, ein Relikt. Ein Rosenkranz! Dieser Rosenkranz ist ein reich verziertes Exemplar der birgittinischen Variante und hat 6 anstatt der üblichen 5 Gesetze. Da ist irgendetwas eingraviert. Wo denn? Auf der Rückseite? Ich sehe es schon, aber sie wohl nicht. Andres Lopez? Wie kann man das so lesen? 1603 auf jeden Fall. Lopez wurde voll überhauen. Aber Andres steht da noch. Das wurde mir nicht angezeigt, das Relikt. Glaube ich. Aber gut, wir haben es gefunden. Haben wir hier noch irgendwo so ein komisches Abbild, was wir runterreißen müssen? Okay, sieht nicht danach aus. Okay, das klang komisch. Ich brauche Luft. Oh, lieber Homer Erz. Scheiße. Und die Kamera dreht sich wieder. Na, super. Okay, hier können wir Luft holen. Da können wir nicht reinschwimmen. Genau, wir haben hier noch ein Überlebensversteck. Das sammeln wir natürlich noch nettes halber ein. Fragt sich nur wo. Da dahinter wahrscheinlich. Oh. Genau, da geht's rein. Wir holen aber erst nochmal tief Luft. Da leuchtet's. Direkt oben drüber geschwommen, ey. Sehr schön. Gerade nochmal hinter uns gucken, ob wir was zum Runterziehen haben. Nee, haben wir scheinbar nicht. Okay. Fuck you.
ein Dokument weiter vorne links. Da haben wir das Dokument. Tagebuch des Tesserano. Undatiert. Fremdartige Krieger verfolgten uns durch die Höhlen. Wir rannten, zu schnell für eine genaue Beschreibung. Die meisten Soldaten fielen im Kampf. Sie schlugen sich tapfer, waren aber unterlegen und in der Unterzahl. Irgendwann erreichten Lopez, ich und ein einziger überlebender Soldat einen prachtvollen Tempel. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie jemand ein derartiges Bauwerk so tief unter der Erde errichten konnte. Eine massive Tür versperrte uns den Weg. Lopez befahl Perez, dem letzten überlebenden Conquistador, mit verzweifelter, brüchiger Stimme Wache zu halten, während wir den Mechanismus untersuchten. Die Tür öffnete sich, doch unsere Freude über diesen Erfolg fand ein abruptes Ende, als wir Perez' Todesschreie hörten. Diese Laute verfolgen mich noch immer. Ich frag mich, wie der dazu kam, diesen Brief zu schreiben und hier liegen zu lassen, während sie eigentlich am Flüchten waren. Komische Sache. Irgendwas habe ich hier im Krümel. So. So, schauen wir uns nochmal um. Haben wir etwas zum Runterziehen? Hinter uns auch nicht? Nein. Okay. Okay, ich würde mal sagen, runterfallen dürfen wir nicht. Können wir da an die Wand? Ich hoffe es, weil schräg springen, glaube ich, ich weiß es nicht. Ach Gott, ey, 50-50 Chance. Dahin springen oder dahin springen. Wie gesagt, zu sterben habe ich keine Lust, ehrlich gesagt. Sondern darf ich das alles wieder neu machen. Aber ich weiß nicht, ob man schräg springen kann. Ist da eine Kante zum Greifen? Ich hoffe es, ich springe mich jetzt dahin. Und wehe, wenn nicht. Okay. Meine Güte. Boah. Ich wäre eigentlich tot gewesen. Ich hatte so einen Piekser im Arsch. Ach, guck an. Ein Brief. Ein Tagebuchseite. 1. Dezember 1603. Ich wurde mitten in der Nacht durch ein seltsames Geräusch geweckt. Lopez starrte noch immer ins Feuer, obwohl es inzwischen nur noch aus Glut bestand. Ich fragte ihn, ob er das Geräusch ebenfalls gehört hatte, erhielt als Antwort aber nur ein Knurren. Ich legte ihm eine Decke über die Schultern und fachte das Feuer wieder an. Dann setzte ich mich und lauschte. Ich hörte weit entfernte Schreie und Zischlaute, die vermutlich durch die Windungen der Höhle verzerrt wurden. Doch unter all diesen Geräuschen war noch etwas anderes. Ein schwaches Summen. Ich habe so etwas schon zuvor gehört, jedoch nur selten und auch nur, wenn ich tief ins Gebet versunken war. Es klang wie die Stimme Gottes. Mhm, okay. Okay, wir sind bei 19 Minuten. Ich würde jetzt mal sagen, das war's hier erstmal. Das war Shadow of the Tomb Raider mit dem ersten Kampf auf engstem Raum. Und mir ging gut Munition weg. Scheiße. Und das war es leider noch nicht. Und unser Lager schon ein Stückchen her. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie sterben, dürfen wir alles nochmal machen. Ab da, wo wir die Schrotflinte gefunden haben. Das ist echt ärgerlich. Ich hoffe natürlich, wir sterben nicht. Ansonsten wird es echt heftig. Wir haben ja schon so viel gefunden zum Einsammeln wiederum. Eine Sache fehlt uns noch, habe ich gerade gesehen. Und, ja, es gab dieser Kampf, ich meine, der lief eigentlich an sich ganz gut, aber nochmal habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Na gut, okay. Ja, wie gesagt, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von Höher Gameplays als Hobby. Hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr neu hier seid. Herzlich willkommen übrigens dann.
Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder oder auch bei anderen Let's Plays von mir. Auf jeden Fall viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Tschüss.